Bastard Berlin. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen. Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast. Es ist Donnerstag, der 6. April 2023. Hier ist Folge 170 und ich bin Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. 170 Folgen, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber der Wahnsinn da draußen, der ist ja auch so groß, dass es uns an Themen wahrlich nicht mangelt. Ach, ich finde, das macht alles keinen Sinn. Oh doch, lieber Herr Scholz. Also, dass Sie und Ihre Freunde aus Berlin-Schlumpfhausen das gar nicht gerne sehen und hören, wenn wir uns mit dem Irrsinn der Berliner Politik auseinandersetzen und hinter die Kulissen blicken, das können wir uns wirklich vorstellen. Mhm. Aber wir müssen trotzdem weitermachen. Unter anderem schauen wir natürlich auf die Vergangenheit der Corona-Politik, das machen wir immer wieder. Und wir gucken auch auf die Realität und die Zukunft der Energiepolitik. Mhm. Wir zeigen euch, warum manche Ampelpläne nicht einmal auf dem Papier gut aussehen, und in der Realität dann völlig absurd werden. Ja, außerdem haben wir heute tatkräftige Unterstützung. Wir haben Graf Zahl eingeladen und der wird unser Basta Steuerschwein füttern. Mehr dazu später. Liebe Basta Berlin-Gemeinde, sagen wir mal so, wisst ihr eigentlich, wie viel ihr so für die Pläne der Bundesregierung eigentlich zahlt? Also pro Kopf, jeder einzelne von uns? Wir versuchen das heute mal durchzurechnen, denn diese Summen waren in dem Ausmaß so eigentlich noch nicht bekannt. Money, 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 das wird teuer. Das ganz große Geschäft mit unserem Steuergeld und wir rennen quasi lachend in die Pleite und das, weil wir so unglaublich moralisch sind. Doppelmoralisch. Richtig. Ja, und damit starten wir auch umgehend in den ersten Themenblock. Wumms 1 und Wumms 2, wir beide hier, wir treten heute wieder für den politischen Klimawandel ein. Wir blicken nach vorne und zurück, ja, denn das Klima, das muss sich ja ändern. Das ist richtig. Der politische Diskurs braucht Fakten und eine Grundüberzeugung. Und wir haben sie, ihr habt sie auch. Ich glaube, unsere gemeinsame Überzeugung lautet: Meinungsfreiheit, echte Demokratie und Transparenz sowie auch Toleranz gegenüber Andersdenkenden. So wollen wir heute wieder antreten und darum bringt es Professor Ulrike Gero im Weltwoche-Interview jetzt nochmal auf den Punkt. Man hatte ja das Gefühl, dass wir uns doch alle einig sind, in welcher Demokratie wir sind und welche Werte wir verteidigen. Und jetzt lebe ich aber in einem Land, das ich erfahren habe, dass 80% der Leute eben diese Werte, nämlich Freiheit und Demokratie, als es ernst wurde, nicht verteidigt haben, dass sie das nicht aufklären wollen, dass sie nicht darüber reden wollen und schlimmer noch, dass es jeden Tag wieder anfangen kann. Es kann jederzeit wieder losgehen. Tja, das war schon Wahnsinn, ne? Auf einmal war ja alles vorbei. Ja. Also alles weggewischt wegen der Maßnahmen, wegen Angst und Panik. Und zwar geschürt von denen da oben. Unter anderem von denen in den Chefredaktionen von Standard, Spiegel oder Blick. Von Politikern und Virologen wie Christian Drosten und von Modellierern wie dieser Viola Priesemann, diesem Kai Nagel und Cornelius Römer. Dann wären da noch Eckart von Hirschhausen, MyLab, Jan Böbermann oder auch Caroline Kebekus. Es war ja eine ganz große Allianz. Ja, der Gouverneur von Florida, der ist ja in der Pandemie, der hat ja so einen ganz anderen Kurs gefahren. Florida ist ja sehr früh aus den Maßnahmen raus. Und Ron DeSantis, der wendet sich jetzt mal an all diese Covid-Influencer. They were wrong on saying schools needed to be closed. They were wrong on denying the existence of natural immunity. They were wrong about the efficacy of mRNA shots. They were wrong about denying that the COVID virus came from a lab in Wuhan, China. So my question is, where is the accountability for these people for all the damage that they did to our country? Eine kurze Übersetzung für euch. Sie haben sich geirrt bei Schulschließungen, bei der natürlichen Immunität, bei der Herkunft des Virus, bei den ethischen Fragen von mRNA-Anwendungen. Wo eigentlich ist die Verantwortung dieser Leute für den Schaden, den sie angerichtet haben? Ja, unsere Basta Berlin-Gemeinde, die wusste das besser. Und ich meine, auch ihr und auch wir fragen uns natürlich, wo ist denn jetzt eigentlich die Verantwortung von dem Ganzen? Und wichtiger eigentlich noch, welche Glaubwürdigkeit haben diese Menschen eigentlich noch für uns? Diese Menschen, die uns ausgesperrt haben, die uns ausgegrenzt haben, die uns beleidigt haben, die uns Angst eingejagt haben, unsere wirtschaftliche Existenz gefährdet haben, unsere Arbeitsplätze in Frage gestellt. Tja, und diese Menschen haben sich geirrt. Aber
Das scheint weitestgehend egal zu sein. Man huscht dann einfach zum nächsten Thema. Hm. Und aus Virusexperte wird ganz schnell Panzerexperte. Dieselben, die uns gestern noch unsere Meinungsfreiheit genommen haben, ja, die nehmen uns morgen unsere Heizung. Hm. Dieselben, die uns gestern das Demonstrieren verboten haben, ruinieren uns morgen unseren Lebensabend. Dieselben, die uns die Geschäfte geschlossen haben, ja, die unser Steuergeld für Lockdowns ausgegeben haben. Dieselben, die gestern Maskendeals abgeschlossen haben für Milliarden Masken, die verbrannt werden, die erzählen uns morgen was über den Klimawandel. Und das ist der Grund, warum wir auch darüber reden werden und reden müssen. Und ganz ehrlich, Klimawandel, das ist das große Thema der Zukunft. Ich meine, vergesst mal den Krieg. Der Krieg ist ein Brandbeschleuniger. Mhm. Und eins dürfen wir nicht vergessen, die Pandemie, die war ja auch ein Beschleuniger, zum Beispiel in der Digitalisierung. Ja, stimmt. Homeoffice und Homeschooling, die haben uns eigentlich eher auseinandergebracht, ne? Ja, Grundrechtseinschränkung und Freiheitsberaubung, die wurden salonfähig wegen eines positiven Nasenabstrichs. Die Pandemie war ein Beschleuniger. Tja, und jetzt kommt also der Krieg. Und das ist der ultimative Beschleuniger. Schaut mal, was wir euch rausgesucht haben. Das soll von 2016 stammen und es soll ein gewisser Robert Habeck gesagt haben. Doch, Herr Putin, Sie kennen mich nicht. Das ist auch kein Problem soweit. Aber ich bin gerade Spitzenkandidat meiner Partei geworden und geben Sie uns noch 2-3 Monate, dann regieren wir diese Republik. Und dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Herr Putin, Sie kennen ihn vielleicht. Der deutsche Vizekanzler, ja, und der hat ja ernst gemacht, ne? Versprechen gehalten, ne? Sobald er in die Regierung kam, da war Nord Stream 2 beendet und der Gasbezug aus Russland, naja, ich meine, gut, Herr Putin, das wissen Sie ja, ne? Da sage noch einer, die Grünen verbrechen alle ihre Wahlversprechen. Nicht alle. Spannend. Und darum schauen wir uns heute das Megathema Klimapolitik mal genauer an. Ihr wisst ja, also die Mobilität, die soll sich unbedingt verändern. Sie soll ja auch elektrisch werden. Ja. Sie soll modern werden und am besten weg vom Auto. Ja, und so modern, das kann ja eigentlich nur einer. Andreas Scheuer. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist ja unser ehemaliger Bundesverkehrsminister. Mein Gott, was für eine Tröte. Ja, ein CSU-Mann und der war ja ganz vorne mit dabei bei dieser Geschichte, ja. Der war nämlich Deutschlands erster E-Rollerfahrer. Also zur Begriffsklärung, wenn wir über E-Roller sprechen, dann meinen wir jetzt keine Motorräder oder Mofas, sondern wir meinen diese Dinger, auf denen man steht. Und darauf stand Andreas Scheuer total, so sehr, dass er dafür auch ein bisschen was Illegales gemacht hat. Jetzt habe ich zwar die Roller bei mir im Büro stehen, kann aber nicht fahren. Das heißt, im Ministerium können Sie, dürfen Sie da rumfahren? Ja, da fahre ich rum. Ja, was heißt dürfen? Ich mach's. Er macht's. Und damit er es auch auf den Straßen machen kann, da wurden E-Roller dann eben erlaubt. Ja, ich meine, was soll da schon irgendwie groß schief gehen? Naja. Das hat sich übrigens auch Armin Laschet gedacht, ja. Damals Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Nein, ich habe keine Sorge. Ich glaube, das wird funktionieren. Man könnte ja auch Sorge haben, weil so viele PKWs auf den Straßen unterwegs sind, jeden Morgen in Staus und deshalb etwas mehr Mobilität in den Städten umsteigen auf Elektromobilität. Das ist wichtig. E-Mobilität ist die Zukunft und da können doch diese E-Roller sicherlich auch einen wichtigen Beitrag leisten. So jedenfalls dachte man im Jahre 2019. Aber sind die Dinger überhaupt gut für die Umwelt? Ach ja, naja. Die erste Generation der E-Roller in Berlin, die ist übrigens schon sehr lange Geschichte. Die erste Generation, die hatte so eingebaute Akkus. Und da musste man dann irgendwie die wieder mit dem Auto abholen, die Dinger, in Lagerhallen oder sogar in Privatwohnungen aufladen und dann eben mit den Autos wieder auf die Straße bringen. Das war die erste Generation, die ist wohl abgewrackt. Die zweite Generation ist schon seit längerem auf den Straßen, denn die haben Wechselakkus. Das ist natürlich cleverer. Fragen wir uns bloß, wo ist wohl die erste Generation hin? Ist die vielleicht einfach so verschrottet? In Berlin und vielen anderen Städten Deutschlands und auch Europas gibt es übrigens noch eine weitere Methode, wie man diese E-Roller entsorgen kann. Haben wir gerade vor ein paar Tagen wieder gesehen bei Spiegel TV. Das ist der typische Elektroroller, der vielfältig für alle möglichen Gelegenheiten genutzt werden kann. Auch für ins Wasser schmeißen.
E-Roller stehen jeden Tag in Berlin im Weg rum. Kann man sagen. Ist so, ja. Die Fahrer, die düsen da auf dem Gehweg und im schlimmsten Fall, da landen die Dinger nämlich, ja, weiß ich nicht, im Hamburger Hafenbecken, in der Spree oder auch in der Seine. Ja, wir kommen gleich nach Paris. Ich wollte noch eins sagen. Mhm. Hallo, Herr E-Roller-Raudi, haben Sie heute schon eine Oma umgefahren? Nein. Warum nicht? Warum heute noch nicht? Also wir wollten ja über Paris sprechen. Gerne. Paris war ja Pionierstadt der E-Roller. Mit Verwunderung und auch ein wenig Neid hat man da nach Paris geschaut und sah diese merkwürdigen, flotten Gefährte und diese jungen Leute, die da virtuos und fast wie so selbstverständlich durch die Stadt gedüst sind. Das war natürlich beeindruckend. Aber diese Freude, die währte irgendwie nicht so richtig lange. Nee, in Paris, da hat man bereits vor Jahren auch so spezielle Zonen eingerichtet. Das Wildparken ist dort verboten und technisch auch übrigens unmöglich. Benjamin, der hat ja mal einen Selbstversuch mit E-Rollern da gemacht, ne? Das ist fast genau ein Jahr her. Ich bin froh, dass ich ihn überlebt habe. Ich war nämlich in Montmartre. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Es ist so eine bergige Viertel, ein bergiges Viertel und überall ist Kopfsteinpflaster. Ich habe mir so einen E-Roller ausgeliehen und bin dann da wirklich 5 Minuten rauf und runter gedonnert. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich hinfahren soll. Da habe ich es genau an den gleichen Parkplatz wieder gestellt, wo ich es her hatte. Hatte danach allerdings eine Gehirnerschütterung. Das war mein Erlebnis. Schön, dass du noch lebst. Weißt du noch, wir hatten mal einen gemeinsamen Nachrichtenkollegen, der ist ja 3 Meter mit dem Ding gefahren. 3 Meter, ist gegen einen Bordstein und hat sich dabei so schwer das Handgelenk gebrochen, dass der ein Jahr in Reha musste. Das hat mich so abgeschreckt, dass ich gesagt habe, ich steige nicht auf die Dinger. Wirklich eine super krasse Geschichte, denn der hat sich da also mindestens ein Jahr nicht von erholt und der war auch arbeitsunfähig als Journalist. Wenn man tippen soll und seine Hand nicht benutzen kann, ist echt schwierig. Ja, es war schlimm. Da ist es bei mir glimpflich abgelaufen. Ich bin ja zum Glück auch nicht dümmer geworden. Auch keine Aussetzer. So, Setzer. Aber diese speziellen Parkzonen, die waren dann eben auch eine logische Folge der deutschen Rollerverleih, der Nerverei, Verleiher, Nerverreiher. Aber die französische Seele, die konnte diese Parkzonen irgendwie auch nicht beruhigen. Nee, am Sonntag, da war jetzt ein Volksentscheid dort und das Handelsblatt berichtet. Die Betreiber hatten angeboten, die Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen für die rund 15.000 Leihroller in der Stadt zu verschärfen. Doch vergebens. Ihre Lizenzen sollen nun nicht mehr verlängert werden. Bis August müssen die Leihroller aus dem Stadtbild verschwinden. Sieh an, die Leihroller werden wieder abgeschafft. Übrigens auch hier mit einem ausgesprochen zweifelhaften Bürgerentscheid. Ja. Die Bürgermeisterin von Paris hat danach gesagt, es ist die Sozialistin Anne Hidalgo. Sie jubelte: Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris. Dies ist ein Sieg der lokalen Demokratie. Ja, ich meine, warum denn eigentlich zweifelhaft? Naja, weil nicht mal 7,5% der Wahlberechtigten abgestimmt haben. Dennoch will Hidalgo sich daran halten. Ich meine, das kann sie ja durchaus machen. Aber das Problem Bürgerbefragung, das bleibt natürlich, weil die Bürger, die haben einfach nicht teilgenommen. Ja, in dem Bericht vom Handelsblatt hieß es auch, dass viele der jungen Leute, die gerne Roller fahren, auch gar nicht mitbekommen haben, dass sie eine Stimme abgeben dürfen. Einige dürfen auch noch gar nicht wahlberechtigt sein. Aber gut, über Volksentscheide haben wir in der vergangenen Sendung viel gesprochen. Ich finde das Instrument grundsätzlich gut. Ja. An der Umsetzung hakt das aus meiner Sicht noch. Aber dazu vielleicht im berühmten Mittelteil noch ein Wort mehr. In der Sache, würde ich mal behaupten, lag die Bürgermeisterin Hidalgo ja eigentlich richtig. Also die Roller nerven, sie stehen überall rum. In Berlin soll es jetzt auch Zonen geben, wo sie abgestellt werden müssen. Ist bislang immer noch nicht der Fall. Vielleicht verbessert es sich ja dann ein kleines wenig. Die Roller sollten aber eigentlich ja den Autoverkehr helfen zu reduzieren. Mhm. Und das ist nach Erhebung zufolge nicht passiert. Nee. Und Bürgermeisterin Hidalgo sagte auch, das Einzige, was sie tatsächlich ein bisschen reduziert haben, ist der Fußverkehr und noch ein paar Busfahrten. Ah ja, aber nach unserer Erfahrung reduzieren sie den Autoverkehr eben nicht. Und sie erfüllen auch eine zweite Hoffnung irgendwie nicht so richtig. Die Hoffnung, dass sie als Zubringer eben ja für den Bahnverkehr genutzt werden. Denn das bräuchte man zum Beispiel in den Außenbezirken. Aber diese Dinger, diese Roller, die stehen hauptsächlich in den Innenstadtbereichen. Und da fährt eben sowieso überall Bus und Bahn. Und Tramstationen gibt es auch genug. Da braucht man keine Zubringer. Der E-Roller ist also ein gescheiterter Versuch für mehr Klimaschutz. Also sie ärgern wirklich weitaus mehr, als sie nutzen. Und wenn man sich mal anschaut, wie diese Flotten vor sich hin verrotten, ist wirklich fragwürdig, ob sie eine positive Klimabilanz haben. Klimaschutz fragwürdig? Benjamin, das bringt uns zu unserem nächsten Klimaretter. Die Tagesschau, die hat das vor rund 3 Monaten für uns mal erklärt. Wer eine Reise bucht, dem ist sie wahrscheinlich schon begegnet. Die Frage nach einem freiwilligen CO2-Ausgleich. Die Idee dahinter, Zertifikate kaufen, um Klimaschutzprojekte zu fördern.
CO2-Ausgleich beim Fliegen, ja, aber nicht nur beim Fliegen. Natürlich geht das auch beim Shoppen, ja, zum Beispiel bei eBay. Einkaufen und CO2-Emissionen ausgleichen bei eBay. eBay möchte auf transparente Weise zum Klimaschutz beitragen. Zu diesem Zweck können Käufer in zahlreichen Kategorien bei ihrem Einkauf einen Beitrag an Klimaschutzprojekte leisten, um die CO2-Emissionen ihres Einkaufs auszugleichen. Ja, eBay ist dabei und auch der deutsche Versandgigant Zalando, der macht mit, sogar ganz besonders ehrgeizig. Auf der Homepage, da erfahren wir, Zalando wird CO2-neutral. Zalando verpflichtet sich dazu, seinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Wir glauben, dass weniger schlecht nicht gut genug ist und möchten klimaneutral werden. Wow, das ist aber echt eine Ansage. Schauen wir uns das mal kurz in den Zahlen an. Gerne, ja. Zalando hat laut Schweizer Handelszeitung im vorletzten Jahr über 21 Millionen Pakete in die Schweiz geschickt und alles mit Pappe, Plastik und Klamotten. 261 Millionen Bestellungen verarbeitet Zalando laut Statista pro Jahr. Die Kleidung wird verpackt, die wird mit Lastern dann ja durch die Welt gegondelt und dann wieder vom Kunden ausgepackt. Die Kunden holen dann also ihr T-Shirt aus der Plastikverpackung, ziehen es an und stellen fest, falsche Farbe, falsche Größe, passt nicht. Das heißt, sie stopfen das wieder zurück, bringen es zur Post, dann kommt der Lastwagen und transportiert es zurück zu Zalando. Ja. Laut SWR-Recherchen gehen dann 20-30% der Ware in den Müll. Interessant. So jedenfalls hat das SWR-Format Vollbild es in Polen recherchiert. Und trotzdem klimaneutral? Wie funktioniert das denn? Ja. Mit CO2-Zertifikaten. Ja, ihr hört richtig. Aber nicht nur Zalando schafft das so. Schaut mal hier, auch Gucci ist mit dabei. Beide Unternehmen meinen, für unseren Umweltverbrauch kaufen wir uns frei. Wir geben also Geld an Organisationen und die führen mit diesem Geld dann Umweltprojekte durch. Aber kann das klappen, wenn Disney, Netflix, Gucci, Boeing, SAP und Shell Umweltprojekte finanzieren? Nein. Jedenfalls nicht so. Das jedenfalls meint der britische Guardian. Er schreibt im Januar: Revealed, more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless. Analysis shows. Ich übersetze. Analysis shows. Aufgedeckt. Analyse zeigt, über 90% der Regenwald-CO2-Kompensationen durch den größten Zertifizierer sind wertlos. Ach was. Beteiligt an dieser Recherche war auch die Zeit. Die berichtete im Januar und im März über diese Zertifikate. Wenn Unternehmen ihre selbst gesteckten Klimaziele erreichen wollen, müssen sie ihre Emissionen oft mit CO2-Zertifikaten kompensieren. Die Branche boomt, setzt mittlerweile jährlich 1 Milliarde um und steckt in einer tiefen Krise. Eine Recherche der Zeit, des Guardian und von Source Material legten jüngst nahe, dass diese Waldschutzzertifikate größtenteils wertlos für das Klima sind. Im Fokus steht ein US-Unternehmen. Es heißt Verra. Es ist eine sogenannte Non-Profit-Organisation. Und sie hat die genannten Promikunden unter Vertrag. Dafür bewertet sie dann Waldschutzgebiete. Und sie zahlt angeblich dafür, dass Wälder geschützt werden. Hier geht es also nicht um Aufforstung beispielsweise, es geht darum, Rodung zu verhindern. Und je größer die Gefahr einer Rodung ist, desto größer die CO2-Ersparnis. Und genau an dieser Stelle soll manipuliert worden sein. Das bedeutet, die Rodungsgefahr wurde falsch berechnet und viel größer gemacht, als sie eigentlich ist. Und somit stieg dann auch die CO2-Ersparnis. Und das soll aber in Wirklichkeit gar nicht so gewesen sein mit der Gefahr. Ja, die Zeit hat nicht nur Waldschutz, sondern auch Bodenschutzprojekte untersucht. Und auch hier sollen die Berechnungen doch sehr fragwürdig sein. Die Organisation Verra hingegen dementiert, die Berechnung der Journalisten sei fehlerhaft. Klar. Aber irgendwie bleibt dann natürlich so ein fader Beigeschmack. Gibt es Klimaschutz vielleicht doch nicht zum schmalen Kurs? Tja, darüber hat sich übrigens Markus Prezell Gedanken gemacht. Prezell war ja AfD-Abgeordneter im Landtag von NRW und ist übrigens auch Ehemann von Frauke Petri. Und der schlägt vor, Zitat: Man fragt sich, ob der Ablasshandel nicht billiger wäre als der Wahnsinn, den wir derzeit probieren. Ich wäre soweit. Lieber Ablass-Hokuspokus als Verbots-Voodoo. Und dann folgt etwas, das hat tatsächlich schon auch Sprengkraft. Also er hat das dann selber versucht mal auszugleichen. Sein Jahres-CO2-Fußabdruck, der liegt dann ungefähr bei, ich glaube, 10 Tonnen.
Und sein Vorschlag ist, wir lassen diese ganze Klimapolitik einfach sein und dafür kaufen wir uns frei bei Atmosphäre, also einem großen deutschen Zertifikatehändler. Clever. Wenn wir bei diesem Anbieter von CO2-Ausgleich einfach rund 250 Euro zahlen, können wir uns jegliche andere CO2-Maßnahme sparen. Ich meine, wenn diese CO2-Zertifikate von Verra oder Atmosphäre so richtig gut funktionieren würden, dann wäre das doch vielleicht denkbar. Oder sind diese Zertifikate am Ende ein großer Fake? Sieht ganz danach aus. Ja, wobei, Vorsicht. Moment, ja. Man kann argumentieren, dass die Zertifikate in kleinen Maßstäben funktionieren, aber im Großen dann doch überfordert sind. Aber was hier natürlich durchaus neckisch aufgezeigt wird, ist die Frage, wie viel CO2-Reduktion darf eigentlich wie viel kosten? Mhm. Jetzt mal abgesehen von dem Greenwashing, was diese Unternehmen betreiben, die weltweit 260 Millionen Pakete durch die Gegend schicken und sagen, haha, wir sind aber CO2-neutral. Was darf das eigentlich kosten und was bringt uns das am Ende? Und das bringt uns natürlich direkt zu unserer deutschen Bundesregierung. Mhm. Liebe Freunde, vergesst E-Roller, vergesst diese CO2-Zertifikate, ja? Denn jetzt kommt die Wärmepumpe. Ab 2024 werden wir jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installieren. Und wir werden das neue Deutschland-Tempo verstetigen. Was uns bei LNG-Flüssiggas-Terminals gelungen ist, müssen wir auch bei unseren Anlagen für erneuerbare Energien, bei unseren Netzen und beim Wasserstoff erreichen. Meine Güte, Olaf! Wir reden hier nicht über Cum-Ex. Es gibt keinen Grund, so zu stottern, guter Freund. Es geht einfach nur um Wärmepumpen. Wir werden das neue Deutschland-Tempo verstetigen, sagte er am 7. März. Ja, das neue Deutschland-Tempo. Das ist ja wirklich atemberaubend. Absolut. 5 Tage vorher, da lesen wir auf tagesschau.de, Deutschland-Takt erst 2070 komplett umgesetzt. Es wird wohl noch etwas dauern, bis der Bahnverkehr in Deutschland auf einen Taktfahrplan umstellt. Ursprünglich war die bundesweite Umsetzung des Taktfahrplans für 2030 geplant. 2030, 2070... Was sind schon 40 Jahre? Das ist der neue Deutschland-Takt und das neue Deutschland-Tempo. Aber neues Deutschland-Tempo, woran erinnert uns das eigentlich? Na, schöne Grüße nach Gera, Leipzig oder Dresden. Wer hatte denn von euch Staatsbürgerkunde? Von 1946 bis 1989 war das neue Deutschland das Zentralorgan der SED. Das neue Deutschland-Tempo ist das Versprechen der SPD. Ah. Nicht, dass ihr da was durcheinander bringt. Aber ist das etwa dieser neue Sozialismus, von dem wir so viel hören? Ah ja, klar. 500.000 Wärmepumpen pro Jahr. Unser erster Gedanke, wo? Ich meine doch nicht etwa hier. Hier? Doch, ja, hier bei uns. Der Bundesverband Wärmepumpe meint, das klappt. Bundesverband Wärmepumpe, du machst doch jetzt Witze. Gibt's den? Benjamin, den gibt's in der Tat, ja. Und den wirst du auch noch richtig kennenlernen, mein Freund. Der wird wahrscheinlich bald größer sein als der Automobilclub oder wie der heißt. Mega Lobby-Ding irgendwann. Der Verband, der zeigt hier den Absatz der Technik in den vergangenen Jahren. Grüne Politik wirkt, ja. Der Absatz ist im vergangenen Jahr um über 50% gestiegen. Ja, abgesetzt wurde die Rekordmenge von 236.000 Wärmepumpen. Und für dieses Jahr werden rund 350.000 erwartet und im kommenden Jahr dann 502.000 Geräte. Nachzulesen auf wärmepumpe.de. Ja, da gibt es nur ein Problem, ja. Dieses Deutschland-Tempo ist echt verdammt teuer, ja. Fast wie beim Autofahren, ne? Also je schneller man fährt, desto höher der Verbrauch. Bundeskanzler Scholz hat ja wahrscheinlich nicht ohne Grund auch die LNG-Terminals angesprochen. Also diese sündhaft teuren Dinger, die an die Küste gekloppt werden, die waren auch schnell da. Und das hat man geschafft mit großen, 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 großen Summen. Ich habe jetzt mal öfter groß gesagt, weil Bundeskanzler Scholz ja neulich auch gesagt hat, es war ein sehr, 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 sehr guter Verhandlungsmarathon mit sehr, sehr guten, sehr guten Ergebnissen. Ja. Deswegen kann man gar nicht oft genug sehr Scholz und gut Geld sagen. Richtig. Aber Benjamin, alles für die Umwelt, ne? Ja. Das ist ja absolut wichtig. Oder doch irgendwie nicht, ja? Lassen wir doch mal einen Praktiker zu Wort kommen. Das wäre doch ganz schön. Der Norddeutsche Rundfunk, der begleitet den Installateur Michael Nürnberg zu einem Kunden. Und Nürnberg, der plaudert da so über seine Arbeit. Erstmal haben wir ja sehr, sehr, sehr viele Gasthermen ausgetauscht wegen der neuen Gesetzlage, dass
weil die Leute halt Angst haben, bevor sie jetzt in einem Jahr die Therme kaputt geht, weil die 18 Jahre alt ist, haben sie gleich gesagt, wir machen jetzt noch eine neue Therme, bevor das neue Gesetz greift. Also wir haben ja als Beispiel, wenn wir 50 Thermen austauschen, waren davon 48 in Funktion. Wir haben ja einen riesen Müllberg produziert, nur wegen diesem Gesetz. Was hätte gar nicht nötig getan? Da waren ein paar Thermen, die hätten vielleicht noch 10 Jahre gelaufen. Ne? Aus Angst vor den Grünen produzieren die Deutschen Müllberge. Richtige, riesengroße Schrotthaufen. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Aber es geht ja noch weiter. In dieser Doku plaudert der Installateur mit seinem Kunden Herrn Schulz. Der Installateur erklärt sein Unverständnis wegen eines Gesetzes, das wir bereits haben. Und was passiert eigentlich, wenn die Gasheizung kaputt geht? Ich darf normalerweise keine Gasanlage einfach so einbauen mehr. Und hier ist es natürlich auch nicht möglich, nur eine Wärmepumpe einzubauen. Und zumal wann? Na, wenn jetzt der Schulz sagt, gut, komm, mir alles egal, bau Wärmepumpe ein, die hat trotzdem 9 bis 10 Monate Lieferzeit. Also ich kann ihn den nächsten Sommer einbauen. Bitte? Bitte? Ja, Herr Schulz ist schockiert. Völlig zu Recht. Der ältere Herr ist völlig fassungslos, was da quasi auf ihn zukommt. Herr Schulz, kleine persönliche Frage mal. Sie sind ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Ne? Wie alt sind Sie denn da eigentlich wirklich? Keine Ahnung, vielleicht 79? Oh, das ist aber schlecht. Das ist leider zu jung. Wie bitte? Naja, hier, das erklärt FDP-Fraktionschef Christian Dürr im ZDF-Morgenmagazin. Also ich nehme ein Beispiel, wirklich Härtefälle. Also Menschen, die beispielsweise im selbstgenutzten Wohneigentum sind, im Einfamilienhaus und über 80 Jahre, die betrifft das glücklicherweise gar nicht, weil da aber ist wenn schlicht, einer 79 ist schon. Schlicht, naja, aber irgendwo müsste man die Grenze ziehen, das gehört zur Wahrheit dazu. Irgendwo die Grenze ziehen. Tja, so läuft das, lieber Herr Schulz. Sie brauchen halt eine Wärmepumpe und das kostet 40.000 Euro. Gott bewahre, lohnt sich das denn noch? Nein, natürlich nicht. Jedenfalls nicht für Sie. Wie alt sind Sie denn? 79. Okay, dann haben Sie statistisch gesehen noch 9 Jahre zu leben, kostet 40.000 Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Aber junger Mann, kommen Sie doch nächste Woche wieder. Da habe ich nämlich Geburtstag. Ach echt? Dann haben Sie ja nur noch 8 Jahre zu leben. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dann macht das 6.000 Euro für eine neue Gastherme. Super, können Sie ja dann gleich mitbringen. Ich habe dann auch Kaffee und Kuchen da. Ja, okay, bis nächste Woche. Oh, yeah. Also wirklich jetzt? Ne? Ja, also wirklich. So gaga wollt ihr wirklich ein Gesetz schreiben? Ihr entscheidet, bis zu welchem Alter eine Wärmepumpe eingebaut werden muss? Und diese Entscheidung anhand eines willkürlichen Faktors kostet Zehntausende Euro? Na, irgendwo muss man ja die Grenze ziehen. Guten Tag, ich bin 64 Jahre alt, ich habe Diabetes und bin schwerer Raucher. Brauche ich wirklich jetzt eine Wärmepumpe? Ja, brauchst du. Denn hier geht es einfach bloß ums Alter, nicht um den Gesundheitszustand. Und auch an den Gesundheitszustand ein Gesetz zu koppeln, was ist denn das für eine Logik? Ja. Also ich muss sagen, ich freue mich schon jetzt auf das Bundesverfassungsgericht und bin mal gespannt, ob es dann diese Altersgrenze auch prüfen wird, wenn es soweit ist. Tja, aber machen wir uns mal auf den Weg. Dieses Mal begleiten wir mal einen Energieberater. Ja, ist übrigens, glaube ich, nicht geschützt. Ein Energieberater kann, glaube ich, irgendwie jeder sein. Ne? Ja, es gibt ja auch so spirituelle Energieberater. Ah, ich glaube, das ist nicht so einer. Das ist einer, dem geht es um Energie. So. Also diese Fachleute, die kommen dann so ins Haus und dann sagen die dir, was jetzt so effizient ist und was möglicherweise Schwachsinn. Und dann machen sie euch einen Kostenvoranschlag, der sich hin und wieder leider sehr gewaschen hat. Da geht es dann um die Modernisierung des Hauses. Also zum Beispiel haben sie so eine Wärmepistole. Ja? Die Wärmepistole richten sie dann auf die Decke und dann sehen sie, wo so Kältebrücken sind und wo man dann dämmen muss. Hier kommt also einer von dieser Spezies. Die Sendung NDR Markt hat ihn begleitet. Der Mann heißt Jonas Pischner. Und zusammen mit dem NDR haben sie einen Bungalow besucht. Der stammt aus den 50er Jahren und ist ehrlich gesagt nicht im besten Zustand gewesen. Also jetzt einfach herzugehen und eine Wärmepumpe hier anstatt der Ölheizung zu installieren, macht keinen Sinn. Also dafür ist einfach die Gebäudehülle zu schlecht, ja, als dass ich das einfach austauschen könnte. Also ich müsste erst die Gebäudehülle verbessern und dann könnte ich über eine Wärmepumpe nachdenken. Gebäudehülle erneuern, Fußbodenheizung einbauen, boah, das klingt aber teuer. Zusammen mit den Investitionen in die Gebäudehülle sogar sehr teuer. Da wäre ich dann irgendwo am Ende in der Größenordnung von 300.000 Euro, was die Gesamtsanierung angeht. 300.000 Euro für einen 50er-Jahre-Bungalow. Entschuldigung, was kostet der Abriss? Ja, aber Leute, das ist ja die Realität. Ne? Was hat eigentlich der Energieberater da nochmal gesagt? Man sollte eigentlich lieber das Haus dämmen als eine Wärmepumpe einbauen. Wisst ihr, was die Europäische Union sagt?
Warum nicht gleich beides machen? Und das haben wir jetzt aus dem Münchner Merkur. Der schreibt am 21. März, bezieht sich auf die Bild-Zeitung, nächster Kostenhammer für Hausbesitzer. EU plant Sanierungspflicht. Laut einem EU-Richtlinienentwurf, der Bild vorliegt, soll schon bald eine Sanierungspflicht kommen. Wie die Zeitung berichtet, sollen demnach bis 2033 alle Wohngebäude in Deutschland den Energiestandard D erreichen. Die Tagesschau, die hat dazu mit der Europaabgeordneten von Bündnis 90, die Grünenden, Jutta Paulus, gesprochen. Die schlechtesten 15% müssen bis 2030 eine Energieeffizienzklasse besser werden. Das ist im Allgemeinen mit kleineren Maßnahmen schon erreichbar, beispielsweise Fensteraustausch oder Dämmung der Kellerdecke, Dämmung des Dachbodens. Damit sind wir oft schon direkt eine Effizienzklasse besser. Kleinere Maßnahmen, ja, also neue Fenster im ganzen Haus, Kellerdecke dämmen, Dachboden dämmen, was man halt so am Wochenende als Hobbyheimwerker macht. Naja, laut Bild-Zeitung ist übrigens die Hälfte der deutschen Hausbesitzer von der EU-Richtlinie betroffen und das sind etwa 9 Millionen Häuser. Und kommt noch besser, das gilt ja dann in der ganzen Europäischen Union, ja? Also wie steht es denn eigentlich um die Energieeffizienz in Spanien oder in Rumänien und Bulgarien? Also wenn wir das hier richtig verstehen, dann gilt eine EU-Regel ja überall, in der ganzen Europäischen Union. Und dann haben die auch alle den gleichen Standard, den sie erfüllen müssen. Also auf Sizilien, genauso wie in Lappland, in Portugal und in Polen. Und überall sollen die Leute ihren Dachboden dämmen, als wären sie in Lappland. Und das dient dann der Umwelt. Ja, und das ist die Realität. Ja? Zwangssanierung und Zwangsaustausch von Heizungen. 220 Millionen Gebäudeeinheiten gibt es in der Europäischen Union. Das Handwerk, das hat jetzt wirklich goldenen Boden. So golden war der eigentlich noch nie. Tja, und wer zahlt's? Das macht... Braucht euch gar keine Sorgen machen. Es macht nämlich der Staat für euch. Bei Wärmepumpen gibt es bereits jetzt eine bis zu 40-prozentige Förderung. Da wird schon nach mehr gerufen. Und bei der Europäischen Union stehen bereits 150 Milliarden Euro bereit für das Vorhaben. Na, dann ist ja gut. Ja, dann ist ja gut. Das Geld ist nämlich da. Aber woher kommt denn dieses Geld eigentlich genau? Richtig, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, von uns, den Steuerzahlern. Und so kommt es, dass ihr mit eurem Geld ein Haus in Rumänien saniert oder in Polen, denn die Deutschen sind ja auch die größten Nettozahler der Europäischen Union. Ja, aber Mensch, ich meine, Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif, da muss man sich doch nichts vormachen, ja? Und auf einmal, da wachen irgendwie alle auf. Auf einmal, da wird es nämlich richtig teuer. Das Kreuz auf dem Wahlzettel, das kostet jetzt Zehntausende Euro. Willkommen in der Wirklichkeit. Bislang war es einfach ein gutes Gefühl, ne? Kreuz. Toll. Super. Kreuz für mehr Klimaschutz. Ja. Auf einmal. Klasse. Aber es gibt ja noch eine Lösung. Das müssen ja nicht die Steuerzahler von heute bezahlen. Das können ja auch die Steuerzahler von morgen sein. Lasst es uns doch einfach Sondervermögen nennen. Oder altmodisch. Wir nehmen einfach neue Schulden auf. Ja, der Spiegel schreibt, Rekordstand, deutsche Staatsschulden steigen auf 2,4 Billionen Euro. Corona-Pandemie und Energiekrise haben dem Staat viel abverlangt, auch finanziell. Die Staatsschulden sind mit 2,4 Billionen Euro auf einem Rekordhoch. Ökonomen warnen vor den Folgen. Nicht nur die. So viele Schulden hatte Deutschland noch nie. Mhm. Und wir haben noch gar nicht richtig angefangen mit dem Klimaschutz. Ja, wisst ihr, zuerst da kam irgendwie die Bankenkrise. Dann kam Corona, dann kam der Krieg, dann kam das Klima. Und die Antwort ist immer dieselbe. Wir brauchen Schulden. Ja, der Staatshaushalt explodiert, aber ist egal. Ich muss ja sagen, es gibt ja diese Verschwörungstheorie. Und bislang habe ich die doch eher für Quatsch gehalten. Aber ich muss zugeben, langsam wird es doch ungemütlich. Langsam wird es sogar ein bisschen unheimlich. Euch wird nichts gehören, aber ihr werdet glücklich sein. Wir ruinieren das Land mit Lockdowns, dann schalten wir das Gas ab und ruinieren das Land mit Inflation. Dann kommen neue Klimagesetze und die Menschen können sich ihre Häuser nicht mehr leisten. Und auf einmal gehört dir nichts mehr. Du hast kein Geld mehr, kein Haus mehr, du kannst nicht mehr verreisen. Du kannst dir nur noch das Nötigste kaufen. Und mit ein bisschen Glück vielleicht eine Gurke. Aber nur zu Weihnachten. Was lachst du denn da so?
Wie fällt es dir ein, an dieser Stelle zu lachen? Auf die ich mich gedanklich seit 3 Tagen vorbereite. Und es ist wirklich nicht witzig gemeint, es ist tatsächlich ernst und es ist eine Sorge. Ja. Ich saß gestern auf dem Balkon und dachte mir so, oh mein Gott, es könnte tatsächlich gar nicht so zum Lachen sein. Ich glaube, das ist ein Lachen der Verzweiflung. Und ich meine, wir wollen es nochmal sagen, an diesem Punkt sind wir noch nicht, ja. Wir zeigen aber die aktuellen Entwicklungen auf, ja. Und es muss dahinter keine Verschwörung stehen. Es kann auch einfach eine katastrophale Politik sein. Und tatsächlich verstehe ich den Herrn Jopper übrigens, wenn er lacht. Und das schätzt ihr auch an uns. Und ihr wisst ja, die meisten Kommentare lauten auch, wie könnt ihr bei diesem Irrsinn so lustig sein? Tja, wir versuchen es einfach. Anders geht's nicht. Ist richtig. Und damit kommen wir auch wieder zu euch, zu den Freunden der Demokratie da draußen. Weißt du, was ich lustig finde? Also, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass alles unglaublich teuer wird, dass alles unsagbar teuer ist und dass wir uns vielleicht niemals mehr unser Haus leisten können. Und als nächstes sagen wir, eine milde Gabe, bitte. Eine milde Gabe für Pasta Belli. Solange ihr noch einen Euro habt. Also, es ist unsere Arbeit. Das ist das Produkt unserer Arbeit, was wir euch dann wöchentlich präsentieren. Und ich hoffe, dass ihr das schätzt und dass ihr uns dabei unterstützt, diese Arbeit weitermachen zu können. Das habt ihr bislang getan. Und ich hoffe, das geht auch in Zukunft so weiter. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Uns macht es Spaß. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Uns macht sogar mega Spaß. Also hier jede Woche zu sitzen und für euch Themen vorzubereiten, das kribbelt immer herrlich. Es macht mir sehr viel Spaß. Und wir kommen auch mal zu ein paar Kommentaren und E-Mails von euch und natürlich auch zu BEZ, der Basta Berlin Einzugszentrale. Und du hast noch, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, da quasi einen Obolus zu hinterlassen. Und da hast du eine passende E-Mail zu. Genau, richtig. Also ihr wisst, dass ihr uns nach wie vor per PayPal unterstützen könnt, natürlich auch bei den Patronen der Freiheit bei Patreon mitmachen könnt. Und die Überweisungsdaten, die gibt es auch. Und die gibt es hier bei YouTube auch zu sehen. Und zwar bei Mehr erfahren. Und das haben wir jetzt lange Zeit falsch gesagt. Jedenfalls meint das der Joe. Der hat uns nämlich geschrieben, vielen Dank, richtiges Kleinod. Wir haben euch auch schon öfter unterstützt. Aber wir haben einen Verbesserungsvorschlag. Unter den Videos, mindestens auf YouTube, steht natürlich nirgendwo Aufklappen. Wir sagen immer Videobeschreibung aufklappen, da steht mehr sehen. Und ich als alter Oldschool-Man habe es lange nicht gecheckt. Da bin ich bestimmt nicht der einzige Dödel. Also, da steht mehr erfahren und dann könnt ihr das, dann klappt sich das auf und dann habt ihr da auch die Daten. Ansonsten könnt ihr jederzeit auch eine E-Mail schreiben an basta-berlin@t-online.de. Übrigens auch bei mehr sehen, da sind ja nicht nur die Bankdaten. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Mühe gemacht habt, das auszuklappen. Da steht ja dann noch eine Kurzbeschreibung vom Video. Da stehen die Kapitel, da stehen aber auch Links zum Beispiel von unserem Webtipp oder wenn wir Studien präsentieren, die haben wir dann unten auch nochmal verlinkt. Also ich finde, es lohnt sich, das aufzuklappen. Richtig. BEZ sind nach wie vor 18,36 Euro. Aber auch wenn es mehr ist, freuen wir uns sehr. Und auch wenn es weniger ist, freuen wir uns ebenfalls sehr, weil es einfach zeigt, dass ihr sagt, ja, das ist mir jetzt was wert und dafür gebe ich jetzt auch was. Und wer sich das nicht leisten kann, der bleibt Schwarzseher. Die werden bei uns nicht verfolgt. Da kommt keiner in den Knast oder sowas. Die sind einfach weiter dabei. Und so soll es auch bleiben. Richtig. Bis in alle Ewigkeit. Und ich meine, wir freuen uns ja, wenn ihr das wertschätzt, sodass wir auch jede Woche hier sitzen können. Ich habe übrigens einen netten Kommentar gelesen. Also wir lesen die Kommentare ja sowieso alle. Aber einer, der stammte von Leistenmotor, schöne Grüße. Ist es eigentlich Absicht oder Zufall, dass ihr zwei so ein Kontrast zueinander seid? Marcel mit seinen Zetteln, Benjamin mit Tablet, Marcel im Anzug, Benjamin mit T-Shirt, Marcel mit Haaren, Benjamin ohne. Und am besten ist die Antwort darunter von Tom Traner. Wieso? Die machen doch auch ein Kontrastprogramm. Fand ich gut. Also ja, tatsächlich eine sehr gute Mail. Ich musste mir extra für dieses Format die Haare abmachen. Und nicht mehr wachsen lassen. Es gab ja auch die Frage, Benjamin hat 25 Pflegeprodukte in seinem Badezimmer, wie viele Shampoos sind dabei? Und das kann ich euch verraten. Das Geheimnis meines Erfolges ist Alpizin-Koffein-Shampoo. Wirkt fantastisch. Nein, wenn man sich die ganz, ganz, ganz alten Folgen mal ins Gedächtnis ruft, da war es sogar noch umgekehrt. Du hattest plötzlich, in der ersten Folge oder in der zweiten, die als Video draußen war, hattest du Jackett und Krawatte und ich hatte nur ein Jackett an und irgendwann hat sich das so Stück für Stück dann so
ja, gegeben. Ja, ich weiß. Früher hat er sich auch noch für mich geschämt. Jetzt hat er sich gewöhnt. War wirklich so, ja. Ich habe das gemerkt. In einer Ehe gewöhnt man sich an so einig. Ja, es ist tatsächlich Zufall. Wir haben uns so gefunden, wie wir sind. Und das ist auch wirklich gut so. Also wenn hier zwei Marcel sitzen würden, dann wäre das bestimmt nicht so gut, wie wenn auch noch ein Benjamin dabei ist. Und ja, andersrum gilt das genauso. Absolut. Und ich kann übrigens sagen, anders als andere Showstars mögen wir uns privat überhaupt nicht. Blödsack. Ich kann sagen, wir sind Freunde, oder? Das stimmt, ja. Oh Mann. Oh, jetzt weinen wir gleich. Und dann müssen wir noch über Michael Ballweg sprechen. Dann müssen wir auch gleich nochmal ein Tränchen verdrücken, ja? Das dürfen wir nicht ganz unerwähnt lassen. Lass mich ganz kurz noch dazwischen kommen, weil mehrfach wurde kommentiert unter die vergangene Folge, ah ja, da haben sie den Kinski genommen, das haben sie sich bestimmt beim Tim Kellner abgeguckt. Ich muss dazu sagen, da wir für euch immer so viel Mainstream-Medien gucken müssen, um euch das da immer auch zu präsentieren, gucke und höre ich ganz, ganz wenig andere Podcasts. Ein bisschen Kontrafunk höre ich natürlich. Aber Tim Kellner tatsächlich, ich habe noch gar keinen von denen gesehen. Dass Kinski sich in die letzte Folge geschlichen hat, muss eine Gedankenübertragung gewesen sein. Davor hatten wir ja auch schon Louis de Funès und davor hatten wir auch Bud Spencer, Terence Hill, genau. Also das ist, wie wir Lust haben. Ja, also ich lege meine Hand für ihn ins Feuer. Ich garantiere euch, er guckt nur ZDF Morgenmagazin und Markus Lanz. Tim Kellner guckt er nicht. Ich habe noch eine kritische. Mhm. Und das ist eine E-Mail von Bernd aus Hamburg. Bernd, ich habe dir noch nicht zurückgeschrieben, vielleicht mache ich das noch. Ganz, ganz liebe Grüße. Ich finde es super, dass du eine andere Meinung hast. Auch das muss sein und deswegen lesen wir da Auszüge draus vor. Es geht um den Volksentscheid. Da haben wir in der vergangenen Sendung einiges zu erzählt. Mhm. Und wir haben gesagt, dass es aus unserer Sicht demokratisch keine Verpflichtung für den Berliner Senat ist, weil eben zu wenig Menschen dafür gestimmt haben und allgemein auch relativ wenig abgestimmt haben. Mhm. Wir hatten es zusammen ausgerechnet, dass nur 12% der Wahlberechtigten oder der Berliner überhaupt da Ja gesagt haben. Mhm. Jedenfalls sagt er, ich gebe euch recht, dass es lächerlich ist, wie sich einige der Initiatoren das Ergebnis schön rechneten. Aber dann kamt ihr selber und habt wortreich bewiesen, dass ihr die Abstimmung eigentlich gewonnen habt. Mit wortreich habt ihr erklärt, dass die Mehrheit in der Abstimmung eigentlich die Minderheit ist und habt Menschen wie mich frech für eure Meinung in Anspruch genommen. Hm. Könnt ihr nicht ehrlich zugeben, dass die Befürworter mehr waren als die Gegner? Natürlich waren sie mehr, aber das hatten wir, glaube ich, auch an Zahlen dargestellt. Ja, ich kann da auch gar nicht so viel drauf antworten, weil ich eigentlich finde, dass wir das in der vergangenen Sendung so abschließend erklärt haben, warum wir das meinen. Vielleicht noch ein Wort, also wir wollten dich jetzt nicht frech auf unsere Seite ziehen. Das war nicht unsere Absicht. Aber ich sag mal so, wenn tatsächlich die ganze Hauptstraße bei mir zugepflastert ist, mit einer riesen Kampagne und das auch in vielen Straßen Berlins so ist und 18.000 Menschen mehr dafür gestimmt haben als dagegen oder 19.000, dann müsste Werbung ja wirklich extrem wenig helfen, wenn das nur 20.000 Unterschied macht. Und wenn ich jetzt die gleiche Kampagne für Nein gehabt hätte, hätte das ja möglicherweise die 20.000 gebracht. Das ist so einer der Gründe, warum ich sage, ich glaube nicht, dass dieser Volksentscheid tatsächlich eine Mehrheit in der Berliner Bevölkerung hatte. Ja. Wenn ich mir das Wahlergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl anschaue, glaube ich, dass wir dann, wenn das zusammen abgestimmt worden wäre, eine Mehrheit gegen den Volksentscheid gehabt hätten. Und das war einfach das, was wir vergangene Woche so darlegen wollten. Tatsächlich, ich habe mir auch mal die einzelnen Kieze angeguckt und es gab nur einen einzelnen Kiez irgendwo in Kreuzberg oder in Mitte, wo das Ja-Quorum erreicht worden ist. Sonst gab es zwar im Innenstadtbereich mehrheitlich häufig Ja, aber nie das Quorum. Ja, das ist nur Kreuzberg gewesen. Mhm. Ja, aber wir sind jetzt auch in einer Situation, ich sage euch ganz ehrlich, dieses Klimathema, was wir jetzt auch beackert haben, werden wir auch in Zukunft weiter beackern müssen. Ja. Und aus meiner Sicht sind wir da noch an dem Anfang eines Erkenntnisprozesses. Und da wird jetzt ganz viel passieren. Und ich finde, dass ihr und wir jetzt gemeinsam Informationen zu dem Thema sammeln und dann auch eine Position entwickeln. Mhm. Das ist noch nicht abgeschlossen. Da passiert noch ganz viel. Ja. Und da in diesem Prozess müssen wir überhaupt nicht immer einer Meinung sein. Und wenn ihr da Tipps habt oder andere Sichtweisen, ist es wertvoll für uns, wenn ihr uns die mitteilt. Mhm. Also, na, das ist auch das, was wir meinten. Andere Meinungen tolerieren wir, wenn sie höflich und sachlich vorgetragen werden. Und die inspirieren uns auch. Und auf jeden Fall. Auch unser Denken. Definitiv. Und ein Satz noch, weil es uns auch wirklich wichtig ist. Die Woche war ja noch aus einem anderen Grund sehr positiv. Das ist, dass Michael Ballweg aus seinem 9-monatigen Haftanstaltsurlaub freigekommen ist. Ja, jetzt unglaublich. Jetzt muss die Justiz sich warm anziehen. Ich ziehe mir jetzt auch was an. Hier ist es wirklich kalt heute. Herr ja, heizen kostet. Ne? Das ist richtig, ja. Ja, aber danke, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich muss sagen, ich empfand es auch als rührend, das zu sehen. Tatsächlich hat es mich gerührt, zu sehen, wie Michael Ballweg die Haftanstalt verlassen hat. Und zwar nicht, weil ich ihm ein
Freibrief ausstellen möchte für das, was er jetzt finanztechnisch gemacht hat, da habe ich gar keinen Einblick. Ich kenne seine Unterlagen nicht. Ich weiß nicht, ob da was unsauber gewesen ist. Aber für mich geht es einfach darum, dass ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei hatte, diesen Mann so lange in Haft zu lassen. Und auch auf Angebote, wie man ihn ja unter Auflagen freilassen könnte, ist man nicht eingegangen. Mhm. Und dieser Vorwurf, der Tatvorwurf, der wurde irgendwie immer schmächtiger. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo der Tatvorwurf so schmächtig ist, dass selbst bei einer Verurteilung die Länge der Untersuchungshaft dann nicht mehr angemessen wäre. Mhm. Und deswegen habe ich mich persönlich für ihn gefreut, weil ich auch weiß, was er euch bedeutet. Mhm. Und bei aller Kritik und bei allen Fehlern, die er aus meiner Sicht auch gemacht hat, kein Mensch ist fehlerfrei und ich habe meine Ansicht, er hat vielleicht eine andere, war ja schon eine wichtige Figur des Jahres 2020, 2021 und deswegen hoffe ich, dass das alles gut für ihn abläuft. Und ich glaube, dass sich die Anwälte auch mittelfristig auf Schadenersatzklagen vorbereiten. Zumindest habe ich entsprechendes schon am Rande vernommen. Aber sei es drum. Ja. Richtig. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zu unserem zweiten Themenblock für heute. Es geht um Geld. Es geht um sehr, sehr, sehr viel Geld. Und es ist euer Geld, um das es da geht. Und wir leiten das mal mit dieser sympathischen Figur aus unserer Kindheit ein. Ah, guten Tag. Ich bin Graf Zahl. Man nennt mich Graf Zahl, weil ich so gerne alles zähle. Ja, lieber Graf, das machen wir auch. Vor rund einer Woche, da wurde Marcel bei Instagram ein Video der ARD-Satire-Sendung Extra 3 in die Timeline gespült. Hm. Und die sind lustig, aber so richtig lustig. Ja, manche sagen so, manche so. Zumeist sind sie eigentlich eher platt und wenig originell. Aber dieses besagte Video, das hat mich irgendwie beschäftigt. Wir schauen da mal kurz rein. Der Deutsche Bundestag kostet Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ungefähr 1 Milliarde Euro im Jahr. Das sind umgerechnet 13 Euro für jeden von uns im Jahr. Und dafür alles, die ganzen Gesetze, die Diskussion, die Reden von Olaf Scholz. Ja, was? Von Annalena Baerbock, Volker Wissing, Friedrich Merz, Alice Weidel. Das ist doch kein schlechter Preis. Sagt Extra-3-Moderator Christian Ehring in der ARD. Es ist doch gar kein schlechter Preis. Ja, wie hat er denn das errechnet? Ja. Er hat 1 Milliarde Euro genommen und sie dann durch die Bevölkerungszahl von Deutschland geteilt. 1 Milliarde durch 83,2 Millionen. Aber Moment, das sind eigentlich 12 Euro. Also, ne? 12 wären es eigentlich, ja. Du hast es doch berechnet. Ja, stimmt. Wenn denn alle 83,2 Millionen Menschen in Deutschland vom Neugeborenen bis zum Hospizbewohner 12 Euro zahlen würden, dann kämen wir auf besagte 1 Milliarde Euro. Ja, also wie jetzt extra 3 auf 13 Euro kommt, das wissen wir nicht. Wir gehen jetzt mal von 12 Euro aus und machen diese Rechnung einfach uns mal zu eigen. Ja. Und bevor jetzt zahlreiche Mathematiker und Steuerfachangestellte aufschreien und auf uns zugaloppieren, behaltet das mal im Hinterkopf, da kommen wir am Ende nochmal drauf zurück. Aber jetzt wollen wir euch anhand dieser Extra-3-Rechnung einmal zeigen, wofür ihr eigentlich euer so hart erarbeitetes Geld ausgeben müsst. Über Steuern und Abgaben, die meisten von euch ja zahlen müssen. Und dabei geht es zumeist um Regierungsprojekte, die vorher in keinem Wahlkampf eine Rolle gespielt haben. Nee, wir starten mal ganz klein, quasi mit Peanuts. Ein Luxusressort mitten in Berlin? Nein, weit gefehlt. Das ist der geplante Neubau des Kanzleramts. Während die Bevölkerung unter den Folgekosten von Corona, Krieg und Inflation im Allgemeinen ächzt, heißt es im Berliner Regierungsviertel offenbar klotzen statt kleckern. Der Steuerzahler macht's möglich. Ja, das macht er. Gesehen auf Welt.tv und aktuelle Schätzungen gehen von Kosten aus, die so bei 777 Millionen Euro liegen. Dabei ist das Kanzleramt jetzt schon vor dem Ausbau der größte Regierungssitz der Welt. Richtig. Und damit größer als das Weiße Haus oder auch der Élysée-Palast. Und deswegen haben wir heute einen kleinen Helfer. Moment. So. Ja. Das hier ist das... Der große Bruder der BEZ-Schenkungsdose. Richtig. Kann man das so... Machen wir da vorne. Ja, so richtig schön. Super, oder? Sehr, sehr schön. Ja, das ist nämlich das Basta-Steuerschwein. Ich nenne es mal Robi. Sieht irgendwie so aus, ja. Und das wird jetzt eine ganz tragende Rolle spielen. Unser Schweinerl, das bekommt nämlich heute eine ganze Menge zu fressen in Form von Geld. Und das ist nämlich das Geld, was ihr und wir pro Kopf für Regierungsprojekte zahlen. Und ich glaube, am Ende ist es mehr als satt. Ja,
Da wir natürlich nicht so viel Geld haben, auch nicht in der BZ-Dose, machen wir das heute einfach mal mit Monopoly-Geld. Meine Monopoly, ja, das Lieblingsspiel aller Spekulanten und Jungliberalen. Ja, ja. 777 Millionen für das neue Kanzleramt, ja. Das macht aufgerundet schlappe 10 Euro für jeden von uns. Ich meine, das kann man sich mal gönnen, so hier, ne? Also 10 Euro. Und ich meine, da ist ja auch einmal im Jahr Tag der offenen Türe im Kanzleramt, ja? Also ich denke, das ist ja wirklich gut angelegt. Das sind wirklich so. Peanuts. Weiter geht's mit einer weiteren sehr liebgewonnenen Institution, die ebenfalls ordentlich Kosten generiert. Und zwar durch die eigene Unfähigkeit. Das Handelsblatt titelte bereits 2021: Regierung gab seit 2017 mehr als 1 Milliarde Euro für Berater aus. Spitzenreiter bei den Investitionen in Expertise von außen waren das Innenministerium, das Verkehrsministerium und das Finanzministerium. Und wenn ich mir die aktuelle Regierung so anschaue, muss das ja noch deutlich teurer werden. Ich glaube, die brauchen wirklich dringend Beratung von Leuten, die sich auskennen. Genaue Zahlen gibt es da bislang noch nicht. Ja, unser Schwein, das freut sich aber, dank der politischen Unfähigkeit ist 1 Milliarde futsch und das macht dann 12 Euro für jeden von euch. Ausgezeichnet. Und dann werfen wir doch direkt mal die 12 Euro rein. Wir dürfen natürlich die jährlichen Kosten der Bundestagsabgeordneten und deren Mitarbeiter nicht vergessen. Ist ja auch so eine Art Demokratieabgabe. Und die schlägt wieder mit 1 Milliarde zu Buche. Ja, unser Schwein freut sich. Wie viel darf ich einwerfen? Wieder 12? Ja, bitte, bitte, wieder 12. Aber weißt du was? Das ist immer noch sehr wenig. Ich meine, wir erhöhen den Beitrag. Und wir kommen nämlich jetzt mal zu einer weiteren Lieblingsausgabe von uns der vergangenen Jahre. Die Hessenschau berichtet. Schon im zweiten Bus ein Treffer. Eine kleine Familie. Der Mann trägt zwar Maske, doch die Nase ist draußen. Ein No-Go. Das kostet jetzt 50 Euro. Ja, mindestens. Also für jeden von uns. Leider sind die Gesamtkosten der von der Regierung beschafften Corona-Masken kaum zu beziffern. Ja. Zumal es im Anfang ja erstmal um Stoffmasken ging, dann ging es um OP-Masken und dann ging es um FFP2-Masken. Ja, aber einen fixen Betrag haben wir dann doch gefunden. Und zwar in einem Artikel der Tagesschau von Mitte 2021. Da hieß es: viel zu viele Schutzmasken gekauft. Der Rechnungshof kritisiert, dass Gesundheitsminister Spahn mehr Corona-Masken gekauft hat als nötig. Die massive Überbeschaffung habe knapp 7 Milliarden Euro gekostet, hieß es in dem Bericht. Jawohl, die Überbeschaffung hat 7 Milliarden Euro gekostet. Ja, was macht das jetzt für jeden von uns? Summa summarum sind das knapp 85 Euro, die jeder in ganz Deutschland für diesen Spaß bezahlt hat. Und das ist ja nur das, was der Spahn bestellt hat. Ne? Also, Moment, die Zahl, die lautet ja wie nochmal? 7! Jawohl, 7 Milliarden Euro, die 85 Euro für jeden haben wir schon reingesteckt. Richtig. Und ich finde, da kommt man ja schon langsam zu Beträgen, die im Portemonnaie so richtig wehtun. Also vor allem, wenn im Portemonnaie eh nicht so viel drin ist, ne? Ja, vor allem, wenn man selber diese Ausgaben auch niemals getätigt hätte. Ja. Weil man auch nicht überzeugt von ihnen gewesen sind. Aber gut, dafür haben wir unsere Regierung. Und was kostet die Welt? Es geht ja um unsere Gesundheit. Deswegen empfehlen wir ja so dringlich die Impfung, auch die Erstimpfung weiterhin, dass wer nicht geimpft ist, sich ohne Schutz infizieren wird in den nächsten Monaten. Es sei denn, man passt wirklich sehr, 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 sehr gut in jeder Lebenslage auf. Aber da muss man schon wirklich sehr, 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 sehr gut aufpassen, lieber Herr Spahn. Aber hey, ich meine, das Impfangebot, das war ja schließlich kostenlos und manchmal gab es sogar noch eine Bratwurst obendrauf. Klasse. Aber Moment, ganz so kostenlos war das ja gar nicht. Nein, war es nicht. Die Tagesschau schreibt Ende Januar: 13,1 Milliarden für Impfdosen. Die bisherigen Corona-Impfstoffbestellungen haben 13,1 Milliarden Euro gekostet. Das hat der Bund erstmals eingeräumt. BioNTech, Pfizer und Moderna hatten die Preise 2021 um rund 50% erhöht, wie aus Dokumenten hervorgeht, die NDR, WDR und SZ vorliegen. Hui, 13,1 Milliarden Euro nur für den Impfstoff. Ich meine, da sind die ganzen Impfzentren und die Honorare für Impfärzte und die Impfwerbung, die sind da überhaupt noch gar nicht eingerechnet. 13,1 Milliarden Euro. Das sind für jeden von euch
160 Euro ab in unser Schweinchen. Jetzt geht's richtig schön ins Geld. Mm. Und zwar ist es ja auch völlig egal, ob ihr jetzt geimpft seid oder nicht geimpft seid. Ja, aber so ist das eben, Leute. Die Ungeimpften sind einfach solidarisch. Ja. Die Ungeimpften sind einfach solidarisch mit denjenigen, die unbedingt diese Spritze haben wollten und in ganz seltenen Fällen ja heute noch haben wollen. Mhm. Ist kein Problem. Die Ungeimpften bezahlen auch den 5. Stich für Frank-Ulrich Montgomery oder Alena Büchs. Ja. Denn Ungeimpfte sind einfach selbstlos. Richtig, so ist es ja. Aber da geht natürlich noch mehr, Benjamin. Und da geht es jetzt um Beträge, die ihr jährlich zahlen müsst. Hier mal ein Ausschnitt aus einem Erklärfilm der Newsgruppe von vor 6 Jahren. Immer wieder hört Sebastian in den Nachrichten, die EEG-Umlage steigt. Nun fragt er sich, was das genau ist. Er weiß, dass mit EEG das erneuerbare Energiengesetz gemeint ist. Die berühmt-berüchtigte EEG-Umlage. Mm. Die musste jeder Stromkunde zahlen, bis sie dann im vergangenen Jahr auf Null gesetzt wurde. Aber bis dahin entstanden Kosten von 28 Milliarden Euro pro Jahr. Pro Jahr. Und das wiederum umgerechnet sind knapp 340 Euro pro Kopf pro Jahr für unser Schweinchen. Vielen Dank, lieber Steuerzahler. Ja, aber ich meine, wir haben ja auch schon was dafür bekommen, oder? Ja. Ja. Beispielsweise diese wunderschönen Windräder oder auch diese Solaranlagen. Die reichen zwar laut Grün nach wie vor hinten und vorne nicht zur Energieversorgung, aber dafür haben wir unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck. Mhm. Dazu aber gleich mehr. Ja. Vorher lass uns noch mal ins Ausland schauen. Oh ja, Moment mal. Ausland? Ich meine, es geht doch um das Geld, was wir hier in Deutschland zahlen. Das ist richtig, aber wir finanzieren mit unserem Geld aus Deutschland ja auch andere Länder. Hier ein treffender Film dazu von Explainity Erklärvideos. Das ist Jonas. Er ist manchmal ganz schön genervt von seiner Familie. Beim Familientreffen wird es häufiger mal laut. Dann geht es um Onkel Benno, der immer pleite ist. Oder um Oma Henriette, die mit dem neumodischen Kram nicht klarkommt. Und Jonas denkt sich, das kommt mir bekannt vor. Genauso ist es, wenn im Fernsehen von der EU berichtet wird. Es wird gestritten. Es geht um Geld und um die richtige Verteilung. Die gute alte Verteilung, ja. In die Europäische Union zahlt jedes Mitgliedsland einen bestimmten Beitrag ein, gemessen an der Höhe des Bruttonationaleinkommens. Ja, und Deutschland ist nun mal der größte finanzielle Unterstützer der Europäischen Union. Laut Statista.com lag der deutsche Anteil zum EU-Haushalt im Jahr 2021 bei 33.157 Millionen. Das sind rund 33 Milliarden Euro. Und das macht für jeden, der in Deutschland lebt, eine Summe von 4 Scheinen. Hm. Ja, 400 Euro pro Jahr in diese Richtung. Ich fürchte, unser Schweinderl ist bald satt. Ja, das wird sich möglicherweise auch bald übergeben. Ähnlich vielleicht wie einige unserer Zuschauer. Aber wir können euch da jetzt leider nicht schonen. Also mir macht's Spaß. Und unsere Bundesregierung, die hat beim Geldausgeben überhaupt richtig Kirmes im Kopf. Da ist mittlerweile überhaupt kein Halten mehr. Da kommt so richtig Freude auf. Ja, vor allem, wenn man an die richtig dicken Beträge denkt. Deshalb machen wir jetzt mal betragsmäßig einen kleinen Sprung nach oben. Wir gehen in Deckung. Das ist der nächste Angriff auf unsere Geldbörse. 100 Milliarden Euro sollen in die Aufrüstung der Bundeswehr fließen. Mehr als ein Drittel für die Luftwaffe, für neue Hubschrauber und Tarnkappenjets. Beschossen wurde das bereits im vergangenen Jahr und jetzt läuft das Ganze an. Mhm. Es ist übrigens eine einmalige Sonderausgabe. Stand jetzt. Mhm. Hinzu kommen aber auch noch die 50 Milliarden reguläre Rüstungsausgaben pro Jahr. Wir rechnen also für dieses Jahr mit 150 Milliarden Euro. Und unser Schweinerl, das wirkt langsam schon. Das wären durchschnittlich dann 1.800 Euro pro Kopf, ja? Na, fragt ihr euch eigentlich bei den Preisen auch schon, wo denn da eigentlich euer eigener Kampfjet bleibt? Privatjet, Eurofighter. Ja, ich sag mal, muss ja nicht gleich ein Jet sein, aber eine Handfeuerwaffe sollte doch wohl drin sein. Wobei, lieber nicht, wenn die Bürger nämlich erfahren, was mit ihrem Geld tatsächlich passiert, nicht, dass sie dann auch noch zu eben jener greifen. Und wenn ihr bei 150 Milliarden schon ordentlich schlucken musstet, ja, wir blicken mal auf das ZDF-Magazin Zoom. Dort, da wird vor einem Jahr Marcel Fratscher interviewt, Professor für Makroökonomie an der Universität zu Berlin. Und der soll da mal vorrechnen, wie teuer eigentlich die Corona-Zeit so gewesen ist. Er rechnet uns vor, wie umfangreich die Hilfspakete sind.
Die Gesamtkosten der Corona-Pandemie für den Staat im Jahr 2020 und 2021 zusammengenommen liegt ungefähr bei 500 Milliarden Euro. Die größten zusätzlichen staatlichen Schulden seit dem Zweiten Weltkrieg. What? 500 Milliarden Euro? Weil wir eine Wirtschaft gerettet haben, die diese Rettung gar nicht notwendig gehabt hätte, wenn wir nicht die Lockdowns beschlossen hätten? Die wäre gar nicht in Schieflage geraten, wenn wir sie nicht in die Schieflage gebracht hätten. Moment, das ist aber jetzt nur zum Teil korrekt. Ein kleiner Teil dieser 500 Milliarden floss auch in Unterstützung für Privatpersonen und auch für Länder und Kommunen. Aber ja, der größte Teil, der ist in Unternehmenshilfen gepumpt worden. Ja, langsam tut mir unser Schwein da wirklich leid. Und natürlich auch jeder Bundesbürger. Bei 500 Milliarden macht das nämlich 6.000 Euro pro Nase. Versuch ich da mal reinzudrücken. Ja, spitze, ne? Aber wisst ihr was? Theoretisch ginge da sogar noch mehr. Denn unsere Bundesregierung, die plant ja schon weiter, ne? Diese Heizungspläne von Wirtschaftsrobi hatten wir ja bereits erwähnt. Wer sich so eine Heizung dann nicht leisten kann, ne, der soll ja staatlich unterstützt werden. Der Münchner Merkur notiert dazu am vergangenen Montag: Ökonom warnt, Habecks Heizpläne könnten 1.000 Milliarden Euro kosten. Zu dieser Einschätzung kommt Professor Marcel Frondel vom Institut für Wirtschaftsforschung RWI in Essen. Beim RWI ist er der Leiter des Fachbereichs Umwelt und Ressourcen. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Was kostet denn bitte schön die Welt, Freunde, ja? Ich bezahle ja gern, wenn das gar nicht mein eigenes Geld ist, ja? Und wie bei den Corona-Hilfen wäre das auch wieder eine wunderschöne Umverteilung von Vermögen. Wunderbar, dann stopfen wir jetzt einfach den Rest ins Schweindal. Aber Moment. Das ist ja Geld, was ihr bloß ausgeben werdet. In der Zukunft, das stopfen wir heute noch nicht rein. Richtig. Und wisst ihr, welches Geld ihr auch noch ausgeben werdet? Ja, 2.400 Milliarden Euro. Ja. Okay. Wie kommst du denn jetzt auf die Zahl? Ja, 2,4 Billionen Euro. Ja, das ist doch das aktuelle Staatsverschulden, ne, der Bundesrepublik Deutschland. Hatten wir am Anfang schon mal erwähnt. Tendenz rasant steigend und dank hoher Zinsen steigen die sogar noch schneller. Ja. Und das wären dann übrigens rund 30.000 Euro für jeden einzelnen Bundesbürger vom Neugeborenen bis zum Greis. Also Graf, das war's. Ja, das ist ihr gesamtes Vermögen, Graf. Was ist alles? Ja, das war's. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Da ist selbst Graf Zahl am Ende. Ist Graf Zahl zufällig verwandt mit unserem Finanzminister, Graf Lindner? Ich glaube nicht. Aber ich muss dir sagen, wenn wir uns alle ganz große... Guck mal, ich habe mir noch einen Schein. Wenn wir uns alle ganz große Mühe geben würden und jeder würde diese 30.000 Euro zahlen und dann wären wir endlich wieder bei der richtigen schwarzen Null, also bei der echten schwarzen Null, ohne Schulden. Ich bin wirklich schlechter Dinge. Ich glaube, diese Bundesregierung hätte uns in 3 Jahren wieder bei 2,4 Billiardtausendstel Millionen, oder wie diese Zahl heißt. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist allerdings richtig. Aber könnt ihr euch erinnern, da gab es noch etwas, was ihr im Hinterkopf behalten solltet. Richtig. Wir hatten euch ja am Anfang gesagt, dass diese Rechnung, die wir hier gemacht haben, von Extra 3 so ein bisschen platt und vereinfacht dargestellt war. Denn natürlich zahlen ja nur diejenigen, die Regierungsprojekte, die auch Steuern zahlen. Ja, da fallen ja beispielsweise Kinder schon mal raus, dann einige Sozialleistungsbezieher, abgesehen von Umsatzsteuer, die alle zahlen müssen, oder auch Alkohol- oder Tabaksteuer, vor allem ja auch die Kinder. Richtig. Ja, aber diese Alkohol- und Tabaksteuer machen eher kleinen Anteil aus. Ja, den mit Abstand größten Kuchenanteil bezahlen alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland. Und dann sind wir plötzlich gar nicht mehr bei 83 Millionen Bundesbürgern, sondern nur noch etwa bei 45 Millionen Menschen. Sollten also auch Sie zur arbeitenden Bevölkerung gehören, dann tut es uns wirklich leid. Tut uns also leid für euch und auch für uns. Ja, denn dann könnt ihr getrost jeden Betrag, mit dem wir heute das Schweinal gefüttert haben, verdoppeln. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Ja, spitze! Und damit kommen wir zum heutigen Webtipp. Richtig. Und bei unserem heutigen Webtipp, da haben wir uns am Anfang so ein bisschen schwer getan, ja? Weil ich meine, nicht inhaltlich, ne? sondern ganz generell. Denn natürlich ist Basta Berlin ja der alternativlose Podcast. Können wir also jetzt trotzdem einen anderen Podcast als Webtipp empfehlen? Ja, in diesem Fall machen wir das mal. Das European Democracy Lab wurde eigentlich schon nach der Bankenkrise 2014 gegründet, und zwar als Antwort auf undemokratische Strukturen in der Europäischen Union.
Generell ging es den Machern um die Idee einer europäischen Republik, quasi einem Gegenentwurf zur EU. Man will also den europäischen Geist wiederbeleben, übrigens unter Einbeziehung Russlands. Ja, und seit wenigen Wochen hat das European Democracy Lab nämlich auch einen Podcast. Ja, die nennen das jetzt allerdings Bürgerradio für Europa. Alle zwei Wochen erscheint da jetzt quasi so ein 30-minütiger neuer Podcast. Und moderiert wird der unter anderem von der heute schon erwähnten Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Die wird euch ja sicherlich ein Begriff sein. Zu finden ist der Podcast bisher bei Spotify und in die erste Ausgabe hören wir jetzt mal rein. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Ulrike Gero und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute am 9. Geburtstag des European Democracy Lab einen neuen Podcast beginnen. Eine Podcast-Serie, die euch hoffentlich alle begeistern wird. Wir sitzen hier im schönen Schöneberg in der Hochkirchstraße im Café Aroma, weil das Ziel dieses Podcast nämlich ist, dass wir Europa ein neues Aroma geben. Wenn wir Europa sagen, dann meinen wir nicht die EU, dann meinen wir keine technokratische Struktur, dann meinen wir nicht das, wo viele eigentlich nur das Gesicht verziehen. Wir meinen Europa eine Kultur, wir meinen eine Geistesgeschichte, wir meinen eine souveräne Zukunft, wir meinen ein aktives Europa in der Welt und wie diese Rolle aussehen soll, wie dieses Europa, was wir fühlen wollen, was wir schmecken wollen, was wir genießen wollen, wie dieses Europa aussehen soll, das wollen wir mit euch diskutieren in ganz vielen Podcasts, die wir ab heute zweiwöchentlich aussenden wollen. Sagt Ulrike Gero im European Citizen Radio, einem neuen Podcast bei Spotify, können wir empfehlen und deshalb ist auch das Ganze unter unserem Video natürlich wieder verlinkt. Nicht ausklappen, sondern wie war das? Mehr erfahren. Mehr erfahren, richtig. Ja, und damit schreddern wir. Ne? Ja, ja, das Schwein oder was? Richtig, nein. Hammer? Bum, bum. Nein, der arme Robi. Nein, es geht um eine andere Geschichte, die wurde uns auch von einem Zuschauer zugesendet. Vielen Dank dafür. Und es geht tatsächlich um eine 13-jährige Fechterin, die von einem deutschen Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Mhm. Also, der Rico hat uns geschrieben und es geht um einen Vorfall bei den deutschen Meisterschaften der U15-Fechter im Damen- und Herrenflorett. Und nach der ersten Runde im Mannschaftskampf wurde festgestellt, dass im Team Sachsen 2 eine Fechterin mit russischer Staatsangehörigkeit steht. Oh nein. Daraufhin wurden die Landesvertreter zum technischen Direktorium zitiert und darüber informiert, dass die Mannschaft disqualifiziert. Die komplette Mannschaft disqualifiziert. Beziehungsweise ist aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wird, da man ein russisches 13-jähriges Mädchen hat fechten lassen. Die übrigens schon 10 Jahre in Deutschland wohnt und man sich auch schon seit Jahren, die Eltern sich bemühen, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Und deswegen deswegen schreddern wir den Deutschen Fechterbund. Ich habe mal die Webseite ausgedruckt. So, das ist die Webseite. Und zwar völlig zu Recht, lieber Fechterbund. Sag mal, habt ihr eigentlich einen an der Fechtnadel? Was ist denn los mit euch? Lasst doch die Kinder in Ruhe. Lasst die ihren Sport doch verdammt nochmal ausüben. Also, die schreibe ich übrigens nochmal an, den Spaß mache ich mir und vielen Dank für den Hinweis. Ja, so. Und damit sind wir nämlich auch schon wieder durch für heute. MV Vendetta hier. Ja, und ich sag mal, bei den ganzen Zahlen und Fakten, da ist uns heute fast schon ein bisschen schummrig geworden. Unserem Schweinerl hier ist sowieso schon ganz schwindelig. Aber eine Osterpause, die gönnen wir uns nämlich nicht. Nein, wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Im Jahre 2023. Ich finde, diese Arbeit muss gemacht werden. Absolut, denn wer, wenn nicht wir, wer macht es denn sonst? Und dafür sind wir hier heute wieder angetreten. Und natürlich, zweite Erwähnung wie immer, das ist die BZ-Schenkungsdose. Mhm. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Und gerade rund um die Causa Ballweg müssen wir immer mal wieder dazu sagen, es handelt sich um Schenkungen, freigebige Zuwendungen. Die benutzen wir für unsere Arbeit, aber die benutzen wir uns auch für unser Privatleben. Unter anderem diese wunderschöne Krawatte mit Einstecktuch von Herrn Joppa. Also, das ist nur für euch. Vielen Dank, wenn ihr noch einen Euro übrig habt für uns. Das wird uns wirklich sehr, sehr freuen. Es ist eine Ehre. Und es ist eine echte, echte Hilfe. Ja. Wenn ihr unter mehr erfahren die Bankverbindung nicht findet, schreibt uns eine E-Mail an basterberlin@t-online.de. Nach wie vor geht es auch weiterhin über PayPal und bei Patreon könnt ihr auch bei Patronen der Freiheit mitmachen. Monopoly-Geld ist zwar auch schön, aber so der ein oder andere echte Taler, der hilft uns echt weiter, sodass wir dann auch nächste Woche wieder hier sitzen können. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Hast du schon mal versucht, da im Spätkauf zu bezahlen mit? Noch nicht.
Ja, warte mal ab. Sagst du einfach, das ist die neue digitale Währung. Mm. Ich glaube das ja. Digitale Währung, auch ein heißes Thema. Da werden wir uns dann auch irgendwann mal drum kümmern müssen. Es gibt ja so ein Video, wo Christine Lagarde, die Chefin der EZB, mit einem Fake-Zelensky sprechen soll. Richtig. Und da sagt sie, dass es im Oktober ernst wird mit dem Euro, mit dem digitalen Euro. Und wenn es mit dem digitalen Euro ernst wird, dann wird es auch mit den Scheinen ernst. Also super. Schön alle erstmal aufbewahren. Also die Monopoly-Scheine natürlich. Ja. Das war es also mal wieder für heute. Es war uns eine große Freude. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir wünschen euch erstmal richtig schöne Tage. Kommentiert gerne unter das Video. Wir ganz lesen richtig. Ganz, ganz viel. Teilen auch, ne? Teilt und natürlich könnt ihr auch abonnieren. Und Telegram-Kanal ist eigentlich die beste Lösung, weil da wird man uns erstmal nicht rausschmeißen. Richtig. Das war's für heute. Euer Benjamin sagt tschüss. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi. Basta Berlin, der alternativlose Podcast.